Hallo, schönen guten Tag, wir sind Conny und Florian. Und Florian, wo geht die Reise heute hin? Ja, wir fahren in Schwarzwald. Wow, das ist aber eine super Sache. Und was erwartet uns denn da? Ja, das ist ein ganz besonderer Ort, also so wie in Deutschland. Ja, und es ist so, wir meinen, das fehlt uns hier, aber in Wirklichkeit, lasst euch überraschen. Das ist ja interessant, wenn man sieht, dass es einfach das Abenteuer gibt. Ja, also hier ist halt noch die Welt in Ordnung. Da kann man noch genießen. Well, it's an adventure for sure. Last time you came in helicopter, right? You didn't know what this road was like. Ja, während in Deutschland sich alle vorbereiten auf den kältesten Winter aller Zeiten, ist es hier einfach sonnig und warm. Kabine. Interesting places in Paraguay. This one? Yeah. Yes. Well, I certainly never have seen anything like that. Was ist das? Die Häuser? Ja, hier ist. Ja, du siehst ja dann, was alles hier ist. What is that thing up there? What would that be on top of the rocks? Oh, that's here to sleep. You can rent it and sleep there. Cabin. Kommen wir durch den Sand. Ja, muss halt durchkommen, sonst. Yeah, you're right. I wonder too. In case you come up from the back somewhere. Da. Oh, da ist irgendwie kein Auto da. No, this is completely. This is like amazing. We have to take a picture for you. Hier ist zwar oh my lake. Gosh, up there. Oh my God. And there comes one nice place. It's awesome. And they have a swimming pool on the top of a hill. Jetzt kannst aber da kannst du fahren zur Area A. Ja, wir fahren ja. Ja, mir, ja. Ja, irgendwo muss man halt auch parken. Ich meine. Okay, we're gonna park here and then. Amazing. Oh, you can sure see where the earth. Ja, wir sind hier, wo wir das nennen, wir das Schwarzwalddorf. Hier sind richtige Felsen, ein Fluss, schöne Häuschen. Also man sieht ja schon, dass man meint, man ist wirklich in einer gebirgigen Region und man ist gebirgig. Der Weg hierhin war ganz schön steinig über Felsen. Also es ist herrlich, diese Landschaft hier. Guckt euch das an. Glauben, wir sind in Paraguay. Das ist ja ein Gedicht. So wunderschön. Thank you.
jetzt sind wir hier im Tunnel im Schwarzwald. Das ist von Hand hier, ist schön kühl hier gebaut, also reingeschlagen. Die Steine wurden dann hergenommen für Hausbau. Und es ist hier richtig ein herrlicher Wanderweg am Fluss entlang. Und hier überall sieht man dann den Fluss. Hier auch ganz interessant. Lass mal hier auch gucken. Ja, wir gucken überall. Da kannst du jetzt auf den Fluss runter gucken. Ach, wie schön, ja. Und dann nimmst du einen Stuhl hierher mit und hockst dann hier und bist mehr Schwarzwald geht nicht wie hier. Über das Brücklein werden wir ja bald drüber gehen. Aber diese Felsen hier, und dass die so von Hand behauen wurden, wow, das ist, kann man fast gar nicht glauben. Aber super. Herrlich. Da flattern die Blätter alle rum. Flusslauf verfolgen da hinten. Hier die Fische kommen daher und knabbern dir an den Füßen. Hier noch meine Impression vom Schwarzwald in Paraguay. Einfach herrlich. Da ist also ein Freibad und eine Cabana Publica. So. Hier geht's jetzt. Wow! Wow, schön! Schau, da sind lauter Hütten, überall so Kabinas und da drüben auch am Horizont. Unbedingt hier den Film liken, den Kanal abonnieren. Welchen tollen Platz in Paraguay kennt ihr noch? Lasst uns wissen. Oder welchen Ort wollt ihr kennenlernen durch ein Video von uns? Lasst uns auch das wissen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.